Interessieren Sie sich auch für die Raumfahrt und das Außerirdische? Haben Sie auch schon mal davon geträumt, einen Shuttle Start oder den Abflug einer alten oder neuen Mondrakete dreidimensional aus der Luft zu erleben, vom Flugzeug aus? Nun, da müssten Sie in der Nähe des Kennedy Space Center wohnen. Im Idealfall ein Haus besitzen, das neben der Garage auch einen Flugzeughangar besitzt, möglichst mit Pistenanschluss. Und, Sie werden es nicht glauben, das gibt es in der sogenannten Fly-In Community, Spruce Creek, etwas südwestlich von Daytona Beach, gibt es eine Reihe sehr schöner Häuser angeordnet um eine Flugpiste, von der aus es nur etwa 25 Minuten dauert, bis man in der Region des Raketenbahnhofs Kennedy Space Center ist. Und heute ist zwar kein Shuttle Start, aber das hat auch seine Vorteile. Wir können näher an die verbotene Zone heranfliegen, die eben sehr gut überwacht wird, aber man kann aus der Luft einiges erkennen, was auch die vielen Pelikane, die hier in der Gegend sind, sehen können, die sich schon seit Generationen an Raketenstarts gewöhnt haben. Fühlen wir uns also frei wie die Pelikane und erkunden diese Strandlandschaft mit ihren Raketenstartplätzen aus der Luft. Also Hangartüre auf, Flugzeug herausgeholt, einsteigen und absitzen. Moderne Maschine, der Motor läuft, der Weg zur Piste ist kurz und echt privat. Kein Zweifel, da ist schon der Flugplatz und wir drehen ab auf die Piste. Starten durch und schon sind wir in der Luft über Spruce Creek und blicken zurück. Hinweg über die sumpfige Gegend zwischen den beiden Inlandmeeresarmen Indian River und Banana River. Und schon sind wir über der eigentlichen Atlantikküste. Die sehr aufmerksame, aber ebenso höfliche Flugkontrolle will es so. 4 Meilen außerhalb der verbotenen Zone über dem Meer. Blick Richtung Süden, in Richtung Kennedy Space Center. Als erstes begegnet man Startplatz 39B, gleich nach Playa Linda Beach. Etwas südlicher davon der Startplatz 39A, wo ebenfalls während Jahrzehnten Mondraketen und Shuttles aufgestiegen sind. Bald erkennt man das Montagegebäude VAB für alle großen Raumtransporter und die neuen Starttürme für weitere Großraketen des Typs Atlas V und Delta IV. Unter uns das alte Industriegebiet, wo immer noch Raumschiffe endgefertigt und Nutzlasten vorbereitet werden. Ebenfalls erkennbar die alte Flugzeugpiste des Luftwaffenareals von Cape Canaveral, wo seit jeher Astronauten von und nach Houston fliegen oder Satelliten ankommen. Nun die östlichste Spitze Floridas mit dem historischen Leuchtturm von 1880 und den Meeresuntiefen davor im Atlantik. Südlich davon stehen nur noch die Startplätze für Delta-Raketen und völlig unbenutzt die alten Startplätze 36A und B für Atlas. Und südlich davon bereits die zivilen Wohngebiete von Cape Canaveral und Cocoa Beach. Hier noch etwas von der Romantik von Port Canaveral, dem seit mehr als einem halben Jahrhundert immer weiter ausgebauten Hafen. Heute fahren von Port Canaveral aus jährlich wachsende Ozeanriesen ein und aus. Von ihrem Oberdeck aus muss sich dabei ebenfalls ein interessanter Einblick in das Weltraumgelände bieten.
Die Sicht war beim heutigen Flug nicht optimal. Im Landesinnern wüteten Waldbrände, die bei Sonnenuntergang von Weitem zu sehen waren. Rechts von uns das neue Industriegebiet östlich der Straße Florida Nummer 3 und in der Nähe davon wieder das Montagegebäude VAB. Hier bereits die Hotels von Titusville, ein guter Beobachtungsplatz für Starts. Längs der US 1 und der Autobahn Interstate 95 geht's nach exakt einer Stunde Flug um ein 40 bis 50 Kilometer großes Oval zurück nach Spruce Creek. Privatpiste, inmitten von rund 500 gediegenen Einfamilienhäusern und Villen. Ein Fliegerparadies, wie man es sich vor allem als Weltrauminteressierter nicht besser wünschen könnte. Propeller abgestellt und schon steht unser Diamond Star wieder im Hangar. Fazit: Ein Raumfahrtinteressierter mit Privatflugzeug hier in Spruce Creek kann also von einem bevorstehenden Start hören, sich auf das bevorstehende Feuerwerk freuen, bei Tag oder bei Dunkelheit etwa eine halbe Stunde vorher aufsteigen, den Startkommentar über Funk mithören und er wäre bis zum Abendessen schon wieder im Hangar zu Hause, um all die Eindrücke zu verarbeiten. Nur ganz so nahe hätte er an einem solchen Tag nicht heranfliegen dürfen. Das ist den Pelikanen vorbehalten, den großen Aerodynamikern mit dem kleinen Radarquerschnitt, welche die Thermik unserer Zivilisation in Richtung Raumfahrtzentrum perfekt auszunutzen wissen.